Ich habe einen DC. Hallo? Ich auch? Oh oh. No way. What is happening? What's happening? Mitten an der AOE und Amp. Uff, du bist tot. Sorry to tell you, but you're dead, brother. You're dead, brother. Bin dead, GG. Oh, es geht wieder. Oder? No, Mensch. Ich bin zumindest im Ladescreen. Wieder DC? Oh, hätte ich PC nicht ausmachen dürfen? Hallo, ich kann nicht mal refreshen. Boah, Junge, ich habe einen Ballon laufen und eine Ampli. Ist jetzt alle geschmissen. Na. Ah. Machst Feierabend. Hatte gerade so einen schönen Antiquary-Pull. Bist du noch drin, Hoop? Hoope. HyperSM leer mit Shops. Rip Tower Quests für heute. Ja, ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen was machen. Spaß, Spaß, Spaß. Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, nein, meine ich. Entschuldigung, nicht abschalten, nein. Alle deine Accounts sind drin. Damn. Wenn ihr jetzt nicht gleich das Spiel startet, dann DDoS ich euch. Dann startet nie wieder jemand dieses Spiel. Stell dir vor, du warst im Dungeon Boss fast down. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast du auch die C-Dachte, du bist der Einzige? Nope. Server down. Ja, eigentlich müssten die schon. Ah, heute ist Samstag. Oh oh. Uff. Aber eigentlich müssten die dann trotzdem neu starten. Welch ein Schlamassel und das bei einer so guten Firma. Totemia geht. Wieso Samstag? Na, weil die eigentlich Samstag nicht arbeiten. Discord auch down bei mir. What? Gala Hack GG. Ja, kann schon sein, dass jemand gerade DDoSt. Könnte sein. Wäre nicht das erste Mal. Jetzt geht's auf das Thema ja auch nicht mehr. Tja. Na, die werden bestimmt gerade gededost. Das ist doch kein Zufall. Das ist doch kein Zufall. Gestern wird übelst Rambazamba gemacht und dann gehen die Server down einen Tag später. Und das in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und man weiß, dass die grundsätzlich am Wochenende eigentlich nicht arbeiten. Das heißt, am Wochenende werden solche Sachen immer
Da dauert es immer länger, bis dann die Server neu gestartet werden, weil die da ja grundsätzlich nicht arbeiten eigentlich. Oder zumindest war es bei Flash PC, dass sie am Wochenende nicht gearbeitet haben. Und deswegen das dann immer länger gedauert hat. Also wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht so schnell gehen. Es wird bestimmt eine halbe Stunde dauern oder so. Jetzt müssen erstmal die Entwickler aus dem Bett geschmissen werden, weil bei denen ist gerade vormittags in Korea. Wird bestimmt eine halbe Stunde oder so dauern. Vor ein bis zwei Wochen kam ein Patch am Sonntag. Ja, aber das war, weil das Update frisch war. Das war in der ersten Update-Woche. Das war eine Ausnahme. Von 79 auf 83 dachte ich heute 20% vorab Server down. Was ist da los? Flive down? Man weiß es nicht. Ah Mann, ich wollte noch diesen Drecks-Dungeon für heute schon mal fast fertig machen, meine Dailies noch machen. Ah. Wieso kann sowas nicht unter der Woche passieren? Meine Güte. Rollback auf April letzten Jahres. Also, das Spiel wieder deinstallieren? Alle unsere Accounts löschen? Universe need you status? Was ist das? Servers? All servers are online. Lol. Was für eine Lüge. Biggest lie of my life. That is just not true. This is not true. They are not online right now. Tja. Wieso ist das Fenster jetzt eigentlich hier offen? Na, oh, passt schon. Universe Discord eskaliert wieder. Zu Recht. Die Bots farmen noch fleißig Dumbull. Also, als ob du echt noch online bist. Du bist niemals noch online. Is about your internet provider? Ist hier irgendjemand nicht bei der Telekom und ist DC'd? Also das ist wie ein Flive PC damals, dass sie nicht das Spiel angegriffen haben, sondern den Internetknoten. War das damals so? Bin auch wieder drin. Vodafone 2DC 6 Leben konnte auch direkt reloggen. Uff. Da haben sie gesagt, dass sie nichts machen können. Junge, warum greifen die denn immer den Scheiß an, wo ich bin? Was soll denn das, Mann? Wieso trifft es dann immer mich? Bei Flive PC war ich auch immer betroffen. Ich kann mal das VPN von der Hochschule anmachen. Vielleicht geht's dann.
Uff. Und es ist wieder weg. Tja. Fleif bin ich drin, aber Leak bin ich rausgeflogen. What is happening? Ich kann mich auch nicht mit dem VPN von meiner Hochschule verbinden. Seltsamerweise. Was zum Teufel? Das ist nur eine Frage der Zeit, bis der Stream auch weg ist. Vor allem, da steht einfach, also ich habe mein Passwort gespeichert bei dem VPN. Ich kenne mein Passwort nicht mehr, nicht mal. Und der sagt mir einfach falsches Passwort. Stream war bei dir auch weg für 2 Minuten? Puh. What is happening, man? Oh, ich bin ins VPN reingekommen. Russische Hacker. Universe hat auch Probleme. Ja. Irgendjemand zerstört gerade das Internet. Fleif PC ist auch down. Puh. Das ist crazy. Geht wieder. Oh. So ein räudiger HD aufgelöst, tot. Ja, das ist einfach nur zum Kotzen, ne? Ja.